Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Prince of Persia. So, ich muss hier mal ganz kurz mein Mikrofon wieder richten. So, wir machen auch schon da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und es ist laut. Etwas zu laut, muss ich sagen. So. Gut, wir haben hier aufgehört. Wie es aussieht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Irgendwie will mein Mauszeiger gerade nicht verschwinden. Ich hoffe, den sieht man nicht, aber eigentlich müsste ich die. Ja, jetzt ist er weg. Aber eigentlich müsste die Funktion in Fraps anzeigen, dass er nicht angezeigt wird. Kaum Gedrohe. Oh Mann, du nervst, Junge, du nervst mich. Fängt ja schon wieder gut an, alle. Was sag ich's noch? Ich ertrage den Blick nicht. Ja, ich auch nicht. Schnauze. Jut, ja. Gut, ich weiß gerade wieder nicht, was ich sagen soll. Ist immer ein bisschen schwer hier beim Kommentieren. Ich habe mir mal so eine kleine Komplettlösung besorgt. Ich hoffe, ich muss hier rüber. Muss ich nicht, ne? Ja, war mir schon klar. Ja, jetzt werden sich vielleicht viele denken, Komplettlösung, ne? Guck ich nicht zu, ey. Finde ich voll scheiße. Ich nutze die Komplettlösung allerdings nur für die Energie-Secrets, da ich das mir einfach nicht ausweichen, nicht merken kann, wo das ist. Und wenn wir das Spiel wirklich komplett zu Ende spielen wollen, dann brauchen wir alle Energie-Secrets. Also wir brauchen die volle Energie, sonst funktioniert das Ganze hier nicht. Ach. Kommet, ihr Vögelein, kommet. Huch. So. Übrigens, ich habe die Uhrzeit von der PlayStation nicht richtig eingestellt gehabt. Irgendwie ist mir das Ganze hier doch zu laut heute. Ich muss hier mal ganz kurz in die Audioeinstellungen gucken. Warum das hier alles so laut ist. So, da hört man es vielleicht gerade Bing machen. Das ist. Ups, hä? Ich hoffe, man sieht jetzt die 100 da oben nicht. Wenn ja, dann tut's mir leid. So. Hätte ich mal wieder vor der Aufnahme machen können, hätte. Ja, habe ich aber nicht. Wir spielen wieder den Prinzen. Der steht ein bisschen schief, aber. Naja, was soll's. So, was müssen wir hier jetzt nochmal machen? Ach ja, wir müssen das Wasser hier weiterleiten. Also gut, hier ist die Quelle. Jetzt ist es hier drüben. Jetzt ist es hier. Ah ja, genau, jetzt erinnere ich mich wieder. Gut, also wir brauchen eben alle Energie-Secrets, sonst können wir das Spiel nicht zu Ende spielen. Beziehungsweise schon zu Ende spielen, können aber nicht den eigentlichen Endboss besiegen. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, deswegen schaut einfach zu und lasst euch überraschen. So, in der letzten Aufnahme habe ich ja auch mal erwähnt, dass ich mir ein anderes Aufnahmegerät zulegen will. Und zwar die Elgato Game Capture HD. Allerdings ist das ziemlich, ja, wie soll ich sagen, kompliziert mit dem Schneiden. Da die Elgato Game Capture HD nämlich einen Delay von 2 bis 3 Sekunden hat. Ich habe mich da nämlich extra vor dem Kauf informiert. Und da habe ich nur gesagt, nee, das können wir vergessen. Hallo. Dann halt so rum. Da habe ich gesagt, nee, das könnt ihr vergessen, weil bei einem Delay von 2 bis 3 Sekunden kann man einfach nicht spielen. Und da hätte ich jetzt mir einen Bildschirm kaufen müssen, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Das HDMI-Signal geht in die. Hallo Framerate, was ist da los? Das HDMI-Signal geht in die Elgato rein. Und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Einmal
als USB war hier nicht irgendwie eine Leiter oder so? Nee. Und kommt dann auf der anderen Seite eben wieder raus. Und wenn man das jetzt hat auf dem Rechner spielen würde, dann hätte man da eben 2 bis 3 Sekunden Verzögerung. Und da kann man halt unmöglich spielen, weil wenn ich jetzt halt hier hochspringe, dann kommt das erst 3 Sekunden später. Also wenn ich jetzt so mache, den Befehl zum Springen gebe, dann führt er das auf dem Rechner 3 Sekunden später aus. Und oh, wir haben wieder ein Portal gefunden. Und da kann man halt nicht mitspielen. Und da hätte ich mir jetzt halt einen weiteren Bildschirm kaufen müssen. Der wo halt eben HDMI hat. Wir trinken mal kurz einen Schluck. So, und dann machen wir uns auch schon wieder dran, das Portal zu aktivieren. Ja. Und da habe ich gesagt, nee, ich kaufe mir nicht für 150 Euro dieses Aufnahmeteil. Und dann muss ich mir nochmal für 100, 120 Euro einen Bildschirm kaufen. Das ist mir einfach zu teuer, wenn ich ja jetzt halt hier alles aufnehmen kann, wie es bisher geht. Stattdessen habe ich mir einfach mal heute ein Mikrofon gegönnt, und zwar ein richtig gutes Mikrofon. So, Portal ist aktiviert. Jo, und wir gehen rein. Und werden wieder in die Vergangenheit transportiert. Nee, in die Gegenwart. Ihr erhaltet den Hauch des Schicksals. Mit dieser Macht könnt ihr eine starke Bodenattacke ausführen und mehrere Gegner gleichzeitig treffen. Nutzt diese Macht, wenn der Prinz von Gegnern umringt ist. Drückt und haltet während des Blockens mit R, um den Hauch des Schicksals loszulassen. Achso, wir sollen... Also wir sollen mit R1 blocken und mit L1 dann auslösen, alles klar. Das verbraucht aber ein bisschen mehr Sand, deswegen werde ich das nicht allzu oft machen, da ist mir die Zeitlupe viel effektiver. So, wir sind wieder in der Gegenwart. Kuckuck. Zack. Stirb. Pam. Ah. Der nächste bitte. Tschüss. Reiß dich zusammen, du. So, jetzt aber. Zack, Kehle durch. Und nochmal. Na. Ich glaub. Oh, ey, Mann, die Viecher halten hier so viel aus. Nein, block. Alter. Lass es. Komm, wir nehmen mal die Sekundärwaffe mit. Ich will immer Dreieck aufheben. Oh, hier sieht es wieder ein bisschen zerbröselt aus hier in der Gegenwart. So. Naja, so ist das eben. Kann ich nichts machen, obwohl es mir lieber wäre, mit der Elgato aufzunehmen, weil die eben auch 1080p kann und nicht nur 1080i. Das heißt, das sind die Frames nicht mehr so komisch. Also das sind nicht mehr 2 Frames in einem Bild, und da könnte ich eben auch bessere Thumbnails machen, aber 280 Euro für eine Aufnahmemethode auszugeben, die ich jetzt halt hier kostenlos habe, kann man sagen, oder bereits bezahlt habe, das ist mir dann ein bisschen zu sinnlos. Und da werde ich mal gucken, dass ich eine andere Möglichkeit finde. Naja. So, pass mal auf, den hau mal das Ding mal voll in die Schnauze. Es scheint, als habe die Vegetation diesen Teil des Turms für sich erobert. Er ist völlig... Und stirb! So, so soll du sollst sterben, Mann, ey. Ich frage mich eigentlich, wann wir jetzt die weiteren Sandbehälter bekommen.
So, wir gucken erstmal ein bisschen rum. Ah, habe ich dich doch tatsächlich gesehen, du. Tschüss. Tschüss. Tschüss, habe ich gesagt. So. Oh, kurz einen Schluck vor dem Wasser hier nehmen. Kühl und sauber kann man nicht sagen. Und oh, geht's hier in den Hilfe, in den sicheren Tod. Das können wir ja gleich mal rausfinden an dem lieben Kollegen hier. Hier ist ein Bug. Komm, steh auf. Ich glaube, ich könnte ja. Da kann dir niemand mehr helfen. Also hier geht's in den sicheren Tod. Alles klar. Hier ist übrigens ein Bug. Ja, keine Ahnung. Hilfe. Hilfe. Dankeschön. So. Wie kommen wir jetzt hier raus? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, hier auf jeden Fall schon mal aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. Also ihr seht, man muss hier schon ein bisschen zwischen den Zeiten hin und her pendeln, zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Naja. Ich hätte jetzt auch ganz, ganz schon mit dem neuen Mikro aufgenommen, aber das habe ich mir heute erst bestellt. Heute ist übrigens der... Welcher ist heute? Der 11.12. Den 11.12. haben wir heute. Ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist, aber beim anderen Speichern, da war die Uhrzeit falsch eingestellt. Die ist irgendwie vorgegangen. Keine Ahnung, was da los war. Das habe ich jetzt mal eben fix korrigiert. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ach ja, genau. Ich glaube, wir müssen hier auf diesen Stein hier erstmal hoch und dann... Ja, das war auf jeden Fall sehr gut. Okay, gut. Vorsichtig. Hüpsale. Ey, das ist das, dieses Hüpsale. Kannst du dir sparen? Naja, habe ich auch schon solche gehabt. So, übrigens, Weihnachtsspecial habe ich ja bekannt gegeben. Wird wahrscheinlich dann doch am 22. sein, weil mein Rechner nicht beikommt. Gut, soll mir dann recht sein. Ich meine, ändern kann ich's nicht. Achso. Ja, ja, ist schon gut. So, gib Ruhe. So, gib Ruhe. So, gib Ruhe. Alter, sag mal. Wie oft man denen den Kopf abschneiden kann, ist das echt Wahnsinn. Für die, die es nicht wissen, das Spiel ist übrigens ab 16 freigegeben, also nix ab 18. Und ab 16 ist es eben, weil hier eben die Viecher so hässlich sind. Ach, die heilige Scheiße. Die hässlichen, unsichtbaren Teile hier, die muss ich mal als alles erstes erledigen, weil die ziehen nämlich richtig viel Energie. Ja, da sieht man es auch schon. Ja, ist gut. Der Schmerz ist aufregend. Ich frage mich allerdings ganz ehrlich, wie Sandmonster bluten können. Also, ist irgendwie ein bisschen unlogisch, aber... Ja, ich rede doch hier. Ich lasse mein Schwert sprechen. Für alle meine Diskussionen so. So, nehmen wir mal das mit. Nein, nicht das. Das hier will ich. So. Yo. Die Musik ist auch einfach nur endlos geil. Hilfe. Muss ich mal gucken, dass ich mir den Soundtrack da organisiere, weil das ist schon wirklich hier eine klasse.